Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit Eintracht Frankfurt. Wir sind wieder dabei und haben heute natürlich wieder drei Spielchen vor uns, die wir hoffentlich relativ souverän gewinnen können oder generell einfach ja gut überstehen. Das ist natürlich unser Ziel für die heutige Episode natürlich, aber das wird nicht so einfach, kann man eigentlich sagen. Denn wenn wir ehrlich sind, ja, sind einige gute Gegner dabei. Angefangen natürlich mit den werten Herren aus Sinsheim, Hoffenheim, ja, die uns schon in der näheren Vergangenheit ein oder andere Probleme bereitet haben, die ich ja insgesamt ja zwischenzeitlich schon als meine Angstgegner angesehen habe, die Hoffenheimer. Aber zum Glück konnten wir das Ganze halbwegs erstmal wieder abwenden, dass die wirklich so gefährlich für uns sind, aber trotzdem meistens in den vielen Fällen haben wir nicht ganz glückliche Ergebnisse. Wir führen jetzt zwar mittlerweile schon 1:0, aber dann gegen Hoffenheim Offensivaktion los. Erst traf Volland den Pfosten und dann ging es schon in die zweite Halbzeit, wo sie dann wirklich voller Offensive gingen. Nächste Aktion, wieder Volland scheitert an Wiedwald und dann wird es ein bisschen verrückt, dann am Ende Calterucci oder so. Und der Ball geht nur knapp vorbei. Nächste Aktion, wieder natürlich die Hoffenheimer. Elionussi auf Roberto Firmino und, nein, es war gar nicht Wiedwald im Tor, sondern Horn hat gespielt dieses Mal. Horn am Ende, ja, hat den Ball zumindest mal in der Hand, was ja schon mal ein kleiner Erfolg ist in so einer Situation. Dann aber dieses wunderbare Dribbling von Markovic, der findet Lasogga und der trifft hier zum 1:0 für unser, zum 2:0, tut mir leid, was laber ich denn hier, zum 2:0 für unser Team und bringt uns damit natürlich, ja, in eine sehr, sehr schöne Ausgangsposition. Nächste Aktion wieder Lasogga für den eingewechselten Thorgan Hazard, der ja seit heute offiziell bei Gladbach spielt, wie ich das gerade gelesen habe, noch kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Also ja, ich denke mal, da kann man Gladbach nur beglückwünschen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Einjahrleihe ist und ich kann mir kaum vorstellen, dass Gladbach eine Kaufoption haben wird, aber man weiß nie. Und ja, kann man denke ich mal nur beglückwünschen. Ich habe vieles Gutes von ihm gehört. Ich habe jetzt noch nicht viel von ihm gesehen, aber wer Spieler des Jahres in der belgischen Liga wird, ja, irgendwas muss man dann schon können mit 21. Und wenn Eden Hazard sowieso sagt, dass er besser ist, als eigentlich sein Bruder wahrscheinlich besser ist, ja, dann kann man, denke ich mal, schon ein bisschen was erwarten, auch von Thorgan Hazard, der hier uns hier, wie gesagt, zum 3:0 Endstand gegen Hoffenheim geschossen hat. Das nächste Match, ja, schon eins der Kategorie, sehr interessant, denn wir haben unser Derby diesmal am Start gegen FSV Frankfurt. Also FSV gegen Eintracht und es sollte direkt stürmisch beginnen. Erste Aktion, der doppelte Fehler hier jetzt gleich vom FSV. Benteke ohne Probleme und läuft nach einer Minute völlig alleine auf Klan zu. Und das lässt sich Benteke natürlich nie und nimmer nehmen, den Ball zu versenken. Deshalb das sehr, sehr, sehr frühe 1:0. Natürlich nicht wirklich, glaube ich, das, was der FSV Frankfurt geplant hatte, aber ja, wenn man sich so früh auskontern lässt, oder besser gesagt, ja, einfach mit so einem Riesenfehler hinten drin steht, dann, ja, darf man sich nicht wundern, wenn man so früh einen Rückstand gerät. Nächste Aktion, direkt wieder vom Anschluss weg, Çalhanoğlu mit dem Weitschuss. Und nach der Ecke, rasante 3 Minuten, ist es doch mal Zuma, der ihn nur ganz knapp drüber setzt. Also, ja, FSV mit dem 1:0 nach 3 Minuten schon sehr gut bedient gewesen. Aber dann kamen sie etwas besser ins Spiel und hatten auch ihre eigene erste gute Chance hier über Ziereis, weiß ich gar nicht, mit dem fast 1:1, aber dabei geht dann doch ein gutes Stück vorbei. Stattdessen dann Carmona, unser ja selbst gescouteter Nachwuchsspieler, auf Eriksen etwas unfreiwillig. Der legt den dann raus zu Çalhanoğlu, der findet Benteke und dann ist es ein Eigentor des FSV Frankfurts, das uns hier 2:0 in Führung bringt. Und dann, ja, wurde es einfach nur noch bitter für FSV und 2:0 gegen uns aufzuholen, sollte fast nicht mehr möglich sein. Shaqiri da mit einem sehr, sehr, sehr schönen Treffer zum 3:0. Natürlich mit Abpraller und allem etwas glücklich vielleicht, dass der Ball direkt wieder vor ihm landet, aber was er dann für einen Abschluss da vorzaubert, ist halt wirklich sehr, sehr schön anzusehen nochmal.
Weil er fällt sehr glücklich zu ihm, aber dieser Lupfer dann ist ein absoluter Traum. Wer hat Klant, auch wenn er wieder schon längst steht, keine Chance daran zu kommen. Und so steht es 3 zu 0 und damit war die Partie natürlich gegessen. Trotzdem nochmal FSV mit der Gelegenheit, hier scheitern sie aber am Keeper und dann geht der Ball vorbei, weil sie das leere Tor nicht treffen. Stattdessen nächster Ballverlust im Aufbauspiel, das geht natürlich viel zu einfach. Shaqiri auf Benteke und der trifft zum zweiten Mal, theoretisch auch zum dritten Mal, das eine Tor wurde als Eigentor anerkannt. Und ja, Benteke also hier mit seinem Doppelpack in der 65. Minute und das Derby war natürlich längst entschieden. MSV wollte sich aber nicht ganz ohne Tor verabschieden, spielt dann hier nochmal ja, einen schönen Konter und am Ende ist es dann das Tor, was auch zählt, kein Abseits, sagt der Schiri. Zum ja, 4 zu 1, letzte Aktion der Partie, noch einmal ein Versuch von Benteke, aber kurz darauf war dann auch Schluss und wir gewinnen. Ja, relativ souverän mit 4 zu 1 kann man, denke ich mal, sagen. Und stehen damit natürlich in der nächsten Runde des, ja, des DFB-Pokals, was natürlich auch kein ganz schlechter Deal ist, den wir da eingehen. Denn ja, da steht man natürlich gerne. So, jetzt kommen wir noch zur letzten Partie dieser Episode und das ist gegen ein sehr, sehr starkes Bayer 04 Leverkusen, kann ich euch nur sagen. Das war wirklich eine Partie, ja, auf Legende habe ich selten, oder selten nicht, aber in letzter Zeit nicht so ein schweres Spiel erlebt, würde ich fast behaupten, wie das nächste, das ihr jetzt sehen werdet. Denn die werten Herren aus Leverkusen haben mir doch einiges abverlangt, kann man, denke ich mal, sagen. Ja, das war nicht ganz so einfach. Ihr seht, es ist tabellarisch, sieht das Ganze bei uns zwar noch relativ gut aus, aber trotzdem, ja, sollte man eigentlich nicht verlieren, wenn es geht, so eine Partie. Und ja, Leverkusen aber mit dem deutlich besseren Start, hatte hier schon die ersten Chancen, wie ihr seht, kriegte den Ball aber einfach nicht über die Linie zu unserem Glück. Und so blieb es in den ersten Minuten bis zur Halbzeit tatsächlich bei einem 0 zu 0, womit wir wirklich gut bedient waren, kann man sagen. Denn ja, Leverkusen hatte eindeutig mehr vom Spiel. In der zweiten Halbzeit sollte sich das dann auch endlich, in Klammern, auf dem Spiel, auf dem, ja, auf den Torstand zeigen einfach. Denn Leverkusen führte dann 1 zu 0, stellte wenige Minuten später das Ergebnis auf 2 zu 0 und jetzt sah es schon weniger gut für uns aus, hier noch tatsächlich zurückzukommen. Aber ja, Rabiot brachte uns tatsächlich doch nochmal heran, nur noch 2 zu 1. Aber es sollte trotzdem weiterhin kritisch bleiben, dass wir hier doch nochmal rankommen. Auch wenn wir hier die Riesenchance haben, eventuell durch Adnan Januzaj auf Lasogga, aber der kriegt den Ball nicht im Tor unter. Und so bleibt es dann beim 2 zu 1 und dann nur wenig später diese Situation, wo ja, wir etwas ungestüm vorgehen und der nette Gegner aus Leverkusen einen Elfmeter zugesprochen bekommt, der, denke ich mal, auch vollkommen gerechtfertigt ist. Nicht so schlau gewesen, aber am Ende steht es 3 zu 1 und wir verlieren mal wieder eine Partie. Ich denke mal, es ist schon ein bisschen her, dass wir verloren haben. Aber letztlich, ja, Leverkusen die bessere Mannschaft und deshalb geht der Sieg auch völlig in Ordnung. Kann ich mich nicht drüber beschweren, dass wir da verloren haben. Und ja, wir sind am Ende angelangt. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über Bewertung von euch freuen und hören uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich nicht mehr auf Position 1, aber naja, wird zu verkraften sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.